Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute lesen wir die letzten Verse im Philipperbrief, angefangen bei Vers 21 im Kapitel 4. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und mit diesem letzten Gruß sind wir durch den Philipperbrief durch. Es war eine gewisse Zeit für uns, mit der wir uns vertraut gemacht haben. Mit den Herausforderungen in der Gemeinde in Philippi, mit Paulus und seinen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist. Betrachte mal die letzten Wochen, die du hattest, die Zeit, in der wir das zusammen gelesen haben, und frag dich, was sich in deinem Leben verändert hat. Wenn wir das Wort Gottes lesen und so über eine längere Zeit zusammen, dann sollte sich etwas verändert haben. Also was hat sich bei dir in deinem Leben verändert, wenn auch nur ein Stück? Was sind die Themen aus dem Brief, die dir hängen geblieben sind und die dein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt haben? Wenn ich an den Philipperbrief denke und wenn ich jetzt das so mitverfolgt habe in den letzten Wochen, dann habe ich gemerkt, dass es ein Brief ist, wo es um Freude geht. Freude in Schwierigkeiten, Freude in Armut, Freude in Verfolgung und wo es um Einheit und Gemeinschaft geht. Und Paulus gibt diesen zwei großen Themen eine theologische Grundlage. Eine Grundlage für die Freude und eine Grundlage für die Gemeinschaft. Und das Ganze, das macht er fest in einer sehr, sehr persönlichen Beziehung. Ich glaube, dass der Philipperbrief von den Gemeindebriefen Paulus der persönlichste ist. Man liest das förmlich aus den Seiten heraus, wie er sich um diese Menschen sorgt und wie diese Menschen sich um ihn sorgen. Da ist eine Beziehung dahinter, die Geschichte hat, eine schöne Geschichte. Und auch hier in dem Abschluss, nachdem Paulus im Vers 22 den Inhalt beendet hat mit dem Wort Amen, ist am Ende noch so ein ganz persönlicher Gruß, der uns eben an diese Beziehung erinnert zwischen Paulus und der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob bei diesem Brief, aber bei vielen anderen Briefen schreibt Paulus das sogar, der sonst Schwierigkeiten hatte beim Schreiben, mit eigener Hand. Vielleicht ist das hier auch so, vielleicht ist das der Grund, warum zweimal dieses Wort Amen oder dieser Abschluss kommt. Auf jeden Fall möchte Paulus mit diesem letzten Abschnitt jeden Einzelnen in der Gemeinde grüßen. Und das verwundert mich. Paulus ist ein Mensch, der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zwei Missionsreisen hinter sich hat, der viele Gemeinden gegründet hat, der vielleicht nicht beliebt ist im klassischen Sinne des Wortes, aber der dennoch sehr bekannt ist und auf jeden Fall sehr viele Menschen kennt, sehr viele Gemeindeältesten kennt, sehr viele Gemeindemitglieder kennt, vielleicht gute, starke Prediger. Und man könnte doch meinen, Paulus würde sich eher um die großen Menschen in der Gemeinde kümmern. Und umso mehr finde ich das hier erstaunlich und ermutigend, dass Paulus schreibt und besonders das betont: Ich grüße jeden Einzelnen, jeden Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Auch den Kleinen, der erst gestern zum Glauben ist, der bekommt einen Gruß von Paulus. Auch der liegt Paulus am Herzen. Und er sagt, dass nicht nur er diese Gemeinde grüßen lässt, sondern alle Brüder, die bei ihm in Rom sind. Vor allem die, die im Haus des Kaisers sind. Wahrscheinlich sind das die Christen, die angestellt waren in dieser sehr hohen Position und die, wie Paulus vorher geschrieben hatte, zum Glauben gekommen waren durch sein Zeugnis im Kaiserhaus. Also es endet mit der persönlichen Note, mit der es angefangen hat. Und ich glaube, es ist für uns auch am Ende dieses Briefes gut,
nochmal an diese persönliche Note untereinander zu denken. Es bringt wenig, wenn ich euch Wahrheiten aus der Bibel gebe, ob in der Jugend oder bei einer Predigt oder durch eine Morgenandacht, und ich dabei keine Liebe zu meiner Gemeinde habe und keine Liebe zu den Menschen. Und genauso wenig bringt das was, wenn Eltern den Kindern Wahrheiten vermitteln und dabei keine Beziehung dahinter ist, die das Ganze festhält. Wenn ich jemanden ermahnen möchte, wenn du jemanden ermahnen möchtest, wie es die Bibel uns auch auffordert, aber da ist keine Liebe dahinter. Da ist keine persönliche Beziehung dahinter. Ich weiß, dass ich darin nicht immer gut bin, dass ich besser bin darin, Wahrheiten zu vermitteln, als Beziehungen zu bauen. Und mir fällt auf, dass auch unsere Gemeinde darin nicht besonders stark ist. Dabei sind wir nicht viele Leute und könnten darin besonders stark sein. Und so ist es ganz gut, dass wir am Ende dieses Briefes nach dem ganzen Inhalt, den wir gehört haben, der im Vers 20 seinen Abschluss findet, nochmal über die Beziehung nachdenken. Über die, ja, wir sagen bei Kolumbier, über die Brücke, die stark genug sein muss, damit die Wahrheit da auch wirklich drüber kann, ohne dass die Beziehung einreißt. Was können wir machen, um unsere Beziehung zu stärken? Paulus lässt jedem Einzelnen hier einen Gruß da. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit für diese Woche, jemanden anzurufen und ihm einfach einen Gruß dazulassen und zu sagen, dass man ihn mag oder was man daran mag. Vielleicht findest du andere Wege, wie du Beziehungen bauen kannst zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu den anderen Gemeindemitgliedern, sodass wir in Einheit wachsen können. Ich möchte dafür beten, dass Gott durch den Philipperbrief bei mir und dir was verändert hat. Dass er bei mir und dir die Freude bewirkt, die dieser Brief, über die dieser Brief so oft redet. Und dass er bei uns die Einigkeit und die Gemeinschaft bewirkt, die er bewirken möchte. Und dass die Grundlage, um überhaupt irgendwie miteinander ein Gespräch darüber zu haben, eine gute persönliche Beziehung ist. Ich hoffe, du wurdest ermutigt durch diesen Brief und ich hoffe, Gott hat dich verändert und ich lade dich ein, mit mir mitzubeten. Vater, ich danke dir für diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Ich danke dir, dass du in deiner Vorsehung, in deiner großen Weisheit Paulus hast im Gefängnis sein lassen, dass du diese Gemeinde hast durch eine schwere Zeit gehen lassen, dass alle Gemeinden in der Geschichte des Christentums ermutigt werden durch diesen Brief, ermutigt zur Freude, ermutigt zum Aushalten in Verfolgung. Herr, dass du uns ermutigst zur Einigkeit und nicht zu Streitigkeit, gerade was die wichtigen Fragen angeht. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese persönliche Beziehung zu meinen Glaubensgeschwistern zu haben. Lass mich ein Vorbild an Paulus nehmen. Lass mich genauso sehr um die Beziehung bemüht sein, wie darum, die Wahrheit zu vermitteln. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde darin stärkst und dass du jeden Einzelnen hilfst, Schritte zu machen in diese Richtung. Amen. Gott sei mit euch.